Ja, hallo meine lieben Kiolem TV-Zuseher, schön, dass du hier mit dabei bist und natürlich auch die Zuseher auf Telegram, die mich ja tagtäglich mit einem Kurzvideo verfolgen. Also jeder, der möchte, der mehr mitbekommen möchte, vor allem so die Kleinigkeiten unter der Woche, der abonniert mich einfach auf Telegram und da gibt es dann noch jeden Tag ein Video. Also hallo, schön, dass ihr heute hier wieder mit dabei bist. Seid zu dieser Zusammenfassung, ja, zu dieser dritten Zusammenfassung des Experiments 30 Tage pflanzliche Ernährung, roh oder gekocht. Ja, meine Lieben, wie geht es mir? Es ist ja eine spannende Sache. Ich habe immerhin vor 21 Tagen jetzt mich komplett ernährungsmäßig massiv umgestellt. Ja, habe ja ein Jahr lang, so ziemlich seit Corona und vorher schon etwas, alles kreuz und quer gegessen. Das habe ich natürlich auch gemerkt, indem ich wieder massiv zugenommen habe. Das wird dann das nächste Thema, ja. Und mich vor allem auch nicht mehr so wahnsinnig wohlgefühlt habe. Und Ausgangspunkt war ja eben dann, wo ich gemerkt habe, das darf doch nicht wahr sein. Jetzt war ich schon 5-6 Mal beim Zahnarzt und immer wieder merke ich, dass da was weh tut, so ein Ziehen immer wieder im Zahnfleisch, dass ich mir denke, ja, das sind halt Entzündungen, die kommen halt auch natürlich von irgendwo, die ganze Ernährung, die ja massiv übersäuert, ja, das ist ja alles nicht so wahnsinnig gut und natürlich innere Entzündungen eben auch auslöst. Da sind viele Produkte dabei, die Entzündungen auslösen, vor allem eben verarbeitete Fleischprodukte, Wurst, Fleisch natürlich selbst. Hier war so die Ausgangssituation zu sagen, okay, da will ich jetzt wieder was unternehmen. Ach, nachdem ich es an und für sich gewohnt bin, immer wieder mal so eine Diät rauszuhauen oder eine Ernährungsumstellung, ist ja nichts Neues für mich. Ist es jetzt nicht so wahnsinnig anders für mich? Das war schon diesmal einfach auch so mal speziell ist einfach das hier zum Pflanzlichen so nichts ein bisschen dazu ist, wo ich sage, okay, an dem kann ich mich etwas anhalten. Bei der rein veganen Ernährung, da waren es immerhin die kohlenhydrathaltigen Produkte, da konnte man oder kann man ja auch Brot essen. Da ist halt dann das Brot, an das man sich sozusagen festhält. Bei der ketogenen Ernährung war es, ja, da war es das Fleisch, an das man sich etwas festhalten kann. Ja, Vegetarismus sowieso auch, eben auch immer die Kohle, die Kohlenhydrate, Brot, vor allem Nudeln, ja, die man da essen kann. Und bei der pflanzlichen Ernährung, da fällt das alles komplett weg. Das ist so die Herausforderung dabei, immer wieder zu schauen, dass es ein bisschen was von dem eben auch hat und nicht nur Smoothies zu trinken. Das ist wieder eine andere Herausforderung, wenn man sich von mir aus 30 Tage nur von Smoothies ernähren würde. Ja, aber an und für sich läuft es echt gut. Ich fühle mich wirklich so Tag für Tag besser. Ja, das ist jetzt nicht so, dass man sagen muss, wow, ist unglaublich, von einem Tag auf den nächsten ist da so ein Wahnsinnssprung. Das ist so, wie ich immer sage, wie die Haare eben wachsen. Wenn du jeden Tag schaust, ob die Haare länger geworden sind, dann wirst du nichts sehen. Ja, aber wenn du dich einen Monat oder zwei oder drei Monate später in den Spiegel schaust, dann wirst du sehr wohl merken, dass hier die Haare massiv gewachsen sind. Und so ist es auch mit der Gesundheit. Wir gewöhnen uns Tag für Tag oder ich gewöhne mich Tag für Tag an einen besseren Zustand und man passt sich oder ich passe mich an und dann fällt das natürlich auch nicht so wahnsinnig auf tagtäglich. Ja? Was ich sehr wohl merke, ist, dass das mit den Zähnen massiv besser geworden ist. Ja? Also dieses ständige Ziehen, ja, das hat schon langsam aufgehört. Das war nach einer Woche, war es komplett weg, dann ist es wieder gekommen. Haben wir gedacht, scheiße. Ja. Und es ist jetzt aber wieder weg. Also immer wieder, wenn ich darüber nachdenke, immer denke, oh, war da jetzt was? Nein, es war jetzt nichts. Ja. Also in dem Sinne tut sich da auf jeden Fall was. Ja. Da kann man davon ausgehen, dass die inneren Entzündungen einfach auch weggehen. Ja, ich habe ja auch andere Zipperleins, ja, ich weiß nicht, ob ich das letzte Mal schon erwähnt habe, dass eben auch
so mir der linke untere Fuß, wo ich schon Stellen habe, wo ich merke, da tut es immer wieder weh. Also da ist eine krasse Übersäuerung, da sind Entzündungen und Ablagerungen, ja, von Schlacken, von Übersäuerungsresten, die sich da abgelagert haben und wo ich es merke. Auch das wird schön langsam immer wieder besser. Ja. Und ich bin mir sicher, dass ich ja letzte Woche schon was gesagt habe dazu, aber es wird peu à peu besser. Aber das sind so die Dinge, da muss man sehr sensibel sein und darauf achten. Wie gesagt, der riesengroße Schritt von krank und plötzlich total gesund, den gibt es nicht, auch wenn man das immer wieder gerne hätte. Doch es verändert sich. Und ich merke vor allem, dass ich mich an die Ernährung schon langsam gewöhne. Und es macht Spaß, es macht riesen Spaß, immer wieder, ja nicht jeden Tag, aber immer wieder zu kochen, sich hinzustellen, einkaufen zu gehen. Ich hatte wirklich Zeiten, da bin ich nach Hause gefahren, ich habe mich aufs Einkaufen gefreut, gesagt, okay, ich kaufe mir die richtigen Zutaten, komme nach Hause, koche mir was. Also hier bekommt das Ganze wieder eine komplett andere Richtung, wesentlich mehr Wertigkeit und Sinn, als wie nach der Arbeit irgendwann einmal spät noch schnell einkaufen gehen und dann kauft man sich schnell was und kommt nach Hause und isst das schnell. Ja, natürlich schmeckt das meistens auch für den Anfang relativ gut, aber da ist die Nachhaltigkeit und die Vorfreude einfach bei Weitem nicht so groß, als wie wenn man sich so ernährt. Also das hat wieder eine komplett andere Qualität. So ist es einfach. So, jetzt schauen wir schnell mal, ob ich was finde, wie es so die Tage gelaufen ist. Habe es mir ja ein bisschen aufgeschrieben. Lustigerweise, ja, gerade in dem Monat, meine Kollegen haben schon gesagt und ich habe auch gesagt, ich mache im November keine Ernährungsumstellung mehr, weil es ist unglaublich. Also ich glaube, von meinen 10, 11 Kollegen, die ich so habe, haben 7 im November Geburtstag. Das ist unglaublich. Das müsste man sich auch mal anschauen, was da eigentlich dahinter steckt. 7 Leute haben Geburtstag. Ja, das heißt, am Montag hat es wieder eine Geburtstagstorte gegeben. Und ja, das sind dann schon so kleine Versuchungen da. Ich esse natürlich gern Kuchen, ja, oder habe gern Kuchen gegessen und da sitzt du dann auch dabei und schaust, wie die einen Kuchen essen. Es hat ja da eine Woche zuvor schon zweimal eine Jause gegeben, plus eine Geburtstagstorte von einer anderen Kollegin. Also das ist dann nicht ganz so einfach, aber das sind halt dann Prüfungen und dann sitzt man daneben, aber halt auch nicht allzu lange. Das war so mal das eine. Das andere, wo ich ein bisschen hervorgehoben habe, ist natürlich auch wichtig zu schauen auf die Omega-3-Versorgung. Ja, hier einfach auch immer wieder zu schauen, wo könnte es sein, dass ich mit der pflanzlichen Ernährung jetzt hier vielleicht eventuell Defizite habe. Es ist auf jeden Fall so, dass ich schaue, dass ich auch Öl zu mir nehme, genügend Öl, das ist vorwiegend Kokosnussöl, auch Olivenöl zum Kochen selber und für den Salat, sowie eben auch Avocados, ja, jeden Tag mindestens eine, die hier von mir gegessen wird, die einfach auch dafür sorgt, dass hier Omega-3 eben zur Verfügung steht, wobei natürlich die Avocado eben nur die Vorstufe eben zur Verfügung steht und der Körper dann damit eben selbst Omega-3 herstellen muss. Ja, was ist weiter so gelaufen? Habe sie schon ein bisschen angedeutet. Ich koche immer wieder in der Früh. Ja, das ist natürlich auch eine spannende Sache, sich um 6 Uhr hinzustellen und kochen anzufangen. Ja, das ist jetzt kein Drei-Gänge-Menü, es ist meistens eine Suppe, die man gerade macht oder ein bisschen was schnell aufzuwärmen oder abzubraten, also Gemüse, das ich mir dann in die Arbeit mitnehme, weil es auch wichtig ist, hier eben was zu haben. Also kochen, wie gesagt, ist einfach ein Teil, das man auch tun sollte, weil man sonst ständig einkaufen gehen muss und während der Arbeit immer wieder in einen Supermarkt geht und dann steht man ständig da, was soll ich jetzt wieder essen? Immer nur Tomaten und Kohlrabi oder sonst irgendwas oder einen Salat aus der Theke, das ist dann auch irgendwie langweilig. Also sich was kochen und ich habe gemerkt, dass das einfach auch Spaß macht, dass ich mir die Zeit nehme, wo plötzlich einfach auch Zeit frei wird für solche Dinge. Also
stehe mittlerweile um 5:45 auf, ich sollte spätestens um 7 weg und da baue ich eben diese Kocherei mit ein und das ist einfach eine spannende Erfahrung, wie gesagt, und natürlich auch am Abend immer wieder kochen. Ja, kochen macht Spaß, habe ich da noch aufgeschrieben. Ja, ich habe auch kurz in einem Video die Ananas erwähnt, die auch wichtiger Teil meines Ernährungs oder meine Ernährung einfach auch ist, ja. Ananas hat mir vor circa 25 Jahren oder vielleicht auch schon länger wirklich, man, es ist übertrieben vielleicht, ja, es klingt sehr pathetisch, das Leben gerettet. Ich habe jahrelang kaum Obst gegessen, ja, mir hat richtig gegraust vor jedem Obst, da hatte ich mit Sicherheit ein Kindheitstrauma, das da geheißen hat, du musst immer irgendein Obst essen und oft einfach auch eins, das schon sehr, sehr grenzwertig war. Meine Oma hatte einen kleinen Bauernhof und die Bauern sind da anders. Ja, das war vor Jahren, ja, und da habe ich mir mit Sicherheit mit schlechten oder verfaulten Obst einen Grausen essen müssen und habe wirklich jahrelang kaum Obst gegessen. Mit der Ananas habe ich vor 26, 27 Jahren wieder angefangen, weil ich gemerkt habe, das ist wichtig. Und ja, seither ist die Ananas mein ständiger Begleiter. Ich esse mittlerweile auch viele andere Sorten von Obst. Ja, bin da immer noch sehr, sehr genau. Aber wie gesagt, die Ananas, die ist immer Teil meines Ernährungskonzeptes, egal was ich so mache. Und die landet auch meistens im Smoothie. Und Ananas hat einen sehr, sehr wichtigen sekundären Pflanzenstoff, das Bromelain, das hier wirklich herausragend ist. Ja, das eben auch bei Krebs gut und wichtig sein kann. Und viele sagen, man kann damit abnehmen. Andere sagen wieder, nein, man nimmt nichts damit ab. Man soll es selber machen. Für mich, meine Erfahrung damit ist, wenn ich in der Früh ein Stück Ananas esse, ja, eine Scheibe von, also es muss jetzt nicht wahnsinnig viel sein, und dann mir Zeit lasse und 15 Minuten warte, dann habe ich wesentlich weniger Hunger beim Frühstück, anstatt früher, sage ich jetzt mal, 2-3 Semmel mit irgendwas zu essen, esse ich dann circa nur noch die Hälfte. Und das ist jetzt im Endeffekt nicht so krass, weil hier natürlich nicht so viel unsinnige oder gar keine unsinnigen Kohlenhydrate mit dabei sind. Aber wenn ihr euch normal mit Kohlenhydraten noch ernährt, mit Nudeln, mit Brot, mit Brötchen und Semmel, dann würde ich wirklich raten, hier einfach mal mit der Ananas anzufangen, weil die dezimiert wirklich die Menge dieser Kohlenhydrate. So ist es auf jeden Fall bei mir. Ja, jetzt muss ich schauen, dass ich nicht allzu lang werde. Brokkoli habe ich gestern noch erwähnt. Ja, die Brokkoli ist natürlich auch mit seinem Wirkstoff Sulforaphan unglaublich wertvoll. Ja, auch Sulforaphan kann in der alternativen Krebstherapie hier einfach auch eingesetzt werden. Auch hier wertvoll, wertvoll. Natürlich ist die Brokkoli nicht nur bei Krebs, ja, die hat auch viele, viele wichtige Vitamine und Mineralstoffe, ja, wo es einfach wert ist, Brokkoli zu essen. Ja, meine Lieben, das war mal so ein Überschlag über die Woche. Es ist jetzt 8:30 in der Früh. Ich möchte heute diesen Sonntag dann noch nützen, mich ein bisschen draußen zu bewegen. Ein bisschen ist gut, viel draußen zu bewegen und einiges auch für mich zu tun und mich ein bisschen zur Ruhe zu setzen für heute, weil auch das ist wichtig, über das habe ich noch nicht gesprochen, in solchen Zeiten sich auch immer wieder Mußestunden zu gönnen. Und da bin ich nicht wahnsinnig gut darinnen, nicht im Nichtstun. Ja, das ist, könnte man ein eigenes Video darüber machen. Im Nichtstun bin ich noch nicht wahnsinnig gut. Ich mache einfach gern. Auch wenn ich vorher gesagt habe, dass ich mich nicht nur rein von Smoothie ernähre, habe ich doch jeden Tag eine schöne Portion Smoothie, die ich eben auch genieße. Ja? Und heute haben wir ganz einen besonderen, guten und sehr wertvollen, gesunden Smoothie mit Brokkoli, mit Stangensellerie, mit Ananas, mit einer Ananas, mit einer Banane, mit natürlich Kokosöl, was haben wir noch drin? Hanfpulver und natürlich Wasser habe ich noch dazu gegeben. Und das ist auf jeden Fall auch unglaublich wichtig in der Zeit. Ja? Und für meine Radtour, die ich machen werde auf einen Berg hinauf, habe ich dann noch diese Flasche
mit, um auch hier einfach genug an Kohlenhydraten, an guten Stoffen einfach zur Verfügung zu haben. Ja, in dem Sinne, hey, das war es jetzt aber wirklich. Alles Liebe. Ich freue mich über Daumen oder was auch immer, wenn ich euch inspirieren kann, in irgendeiner Art und Weise etwas zu verändern. Gerade jetzt in Corona-Zeiten ist es unglaublich wichtig. Und was ich euch hier noch mitgeben möchte, auch ist, es ist so unglaublich wichtig, hier ein Ziel zu haben, ja, eine Vision zu haben und nicht nur, na, jetzt mache ich mal ein bisschen, ja, schauen wir mal, sondern hier wirklich eine Vision, ein Ziel zu haben. Meine Vision ist einfach die Gesundheit. Gesund zu sein auf natürliche Art und Weise und das so weit wie möglich selbstbestimmt. Das ist meine Vision, die mich hier vorantreibt und die mich auch an meine Ziele bringt. In dem Sinne, wir sehen uns beim nächsten. Baba, ciao, tschüss und Servus, euer Gio. Ja, und hier gebe ich euch noch einen kleinen Überblick über die Nahrungsergänzungen, die ich auch täglich jetzt zu mir nehme, vorher teilweise schon zu mir genommen habe und jetzt einfach wieder verstärkt. Hier haben wir links Vitamin B12, auf das man wirklich achten sollte, wenn man sich eben fleischlos ernährt. Dann haben wir eben hier Vitamin D3, das ist sowieso immer wieder gut und es ist Zeit, hier wieder eine Kur zu machen, für mich inklusive K2. Ja, da hinten haben wir dann noch Vitamin D3 eben im in Tablettenform, da haben wir 50.000 IE-Einheiten, mit dem hat man pro Tropfen 1.000, also das ist massiv viel. Natürlich CBD-Öl, das ich sowieso tagtäglich zu mir nehme. Dann rechts haben wir noch Brokkoli. Ja, Brokkoli ist, wie gesagt, ja auch sehr wertvoll, kann man natürlich auch als Nahrungsergänzung zu sich nehmen. Was haben wir da noch? Da haben wir die Alpha-Liponsäure, die auch wahnsinnig wichtig ist für Entzündungen, eben auch und eben zum Gifte ausleiten, unterstützen. Dann haben wir da rechts so das UPC und da unten habe ich auch was sehr Wertvolles, Royal Plus, also ein basisches Mittel, wo die notwendigen Mineralstoffe Kalium, Magnesium, Calcium drinnen sind, um hier einfach auch zusätzlich seinen Körper mit den richtigen Basen einfach zu unterstützen, vor allem mit den richtigen Mineralstoffen. Ja, das wollte ich euch einfach gerade nochmal gezeigt haben. Baba, ciao, ciao.